Herzlich willkommen, liebe Freunde, und heute im Programm von The Forest ist da hinten die Yacht, die wir uns plündern gehen. Und dazu möchte ich jetzt erstmal hier hoch nochmal, oder möchte, muss quasi, weil wir wollen ja rüber paddeln, nicht schwimmen, ist mal zu riskant. Ging zwar bei mir bisher immer gut, als ich es probiert habe, aber naja, hat ja nichts zu heißen. Komm mal, Fall. Ach, ich hätte ja auch die andere Axt ausrüsten können. Na egal, jetzt verbauen wir eh gleich Geschichte. Ja, jetzt. Ja, die fallen natürlich immer so, wie sie es nicht sollen. Komm, gib her. Wo ist das Ding? So, einen brauchen wir noch. Wenn wir die beiden jetzt rübergetragen haben, dann fahren wir gleich rüber. Und dann müssen wir gucken, dass wir auch ein bisschen an unserer Base weiterarbeiten. Möchte ich nicht ganz vernachlässigen, weil die ist nämlich auch noch ziemlich klein und ja, wir haben ein strammes Programm vor uns, wenn man so möchte. Weil wir müssen das Ding ja doch noch ein bisschen sicherer machen. Momentan ist es zwar okay, aber wenn da wirklich mal so eine ganze Herde und so kommt, dann fühle ich mich mit einem kleinen scheiß Kabüff, das wir da haben, nicht so wirklich sicher. Ja. Gut. Alles klar. Dann können wir ja jetzt mal rüber. Rüber da. Mach an. Bidim. Stoßen wir es ins Wasser. Und Action. So. Ja, das hier lässt sich doch deutlich besser fahren. Oh ja. Und das ist auch schneller als das Hausboot. Ich glaube, das ist auch... Damit kann man auch mal ein bisschen erkunden. Mit sowas. Ist auch leicht gebaut. So, gehen wir da rein. Holen uns hier mal noch ein paar Hinweise. Missing in Action. Und da haben wir den Kassettenrekorder. Da können wir sogar Musik spielen. Linsen. Haben wir eben schon eine Armbanduhr? Nee. So, nochmal Eck. Da haben wir auch noch was. Ah ja. Ist sich schwer deuten gerade. Das Schloss, das weiß ich noch nicht, was damit auf sich hat. Oh, Mutant. Werden wir auch noch Bekanntschaft damit machen. Kann ich euch schon mal drauf vorbereiten. Okay. So, jetzt können wir unseren Spielstand hier speichern. Und wir könnten auch hier übernachten quasi. Und das ist ziemlich safe. Was natürlich cool ist. Und ihr seht da, ich bin bei Tag 10 angekommen. Bei meinem Solo-Spiel. Ich habe es ein bisschen gesuchtet. Kann kaum aufhören. Es ist schon richtig geil, das Spiel so intensiv. Oh, Entschuldigung. Habe ich es auf dem PC gar nicht gespielt. Wie ich es hier spiele. So, jetzt können wir hier oben nochmal lang und holen hier noch ein Tau. Und hier noch ein Tau. Und hier noch ein Tau. Ich glaube, 5 können wir im Inventar haben. Jetzt haben wir 3. Das ist schon mal sehr nice. Geht auch. So. Bevor wir könnten jetzt auch rein theoretisch hier auf unser Boot, ne, für die Wärme, können wir hier zum Beispiel auch ein Feuer drauf sitzen. Damit wir hier auch warm haben, wenn wir hier rumpuddeln. Das machen wir einfach mal. Ich weiß zwar nicht, mit dem Boot kommen wir wahrscheinlich nicht zurück nach Hause. Aber ist okay. Wir lassen das Boot einfach hier hinten mal stehen. Das sollten wir ja wieder finden. Vielleicht machen wir da noch einen Signalmarker hin. Und blau für Meer und Floß. Ja. Ich glaube, das machen wir auch. Das ist eine gute Idee. Okay. Ja. Signalmarker waren hier irgendwo, ne? Ja, Signalflagge. So. Die machen wir blau. Und dann sehen wir die auch. Sehr schön. Da haben wir unser Floß. Und jetzt gehen wir zurück zur Base. Achso, was ich noch machen wollte, hier Ringenblume. Machen wir 3 Stück. Machen wir 3 Sonnenhut und 3 Aloe Vera. So, und dann haben wir hier diesen Mega Health Mix. Quasi dieses Health Mix Plus. Und wenn wir Ringelblume und Aloe Vera kombinieren, haben wir hier den normalen Gesundheit, die normale Gesundheitsmischung.
Die aber auch schon ganz gut ist. So, wir haben schon mal auf jeden Fall Aloe Vera Samen und alles. Das ist sehr schön. Dann können wir nämlich auch unser Beet anlegen. Wir hatten ja. Oh, da oben läuft noch der Häuptling rum. Häuptling, der Indianer. Schön war der Penner. Wenn er wegrennt nur. Da, 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 da. So. So, jetzt haben wir wieder alles voll mit Stöcken. Das ist super. Jetzt ziehen wir weiter. Obwohl, ich hätte ja gern noch einen kleinen Blick da hinten ins Lager geworfen. Ich glaube, das machen wir noch. Ohne Action will ich euch ja auch nicht abspeisen. Wir gucken mal noch. Was haben wir denn hier? Nix. Wenn ich es finde, nochmal. So, da holen wir nochmal Ringelblume. Vielleicht finden wir auch noch ein bisschen Aloe Vera. So, das war hier. Ja, genau, doch hier am Fluss war es. Könnten wir eigentlich noch ein Schlückchen draus trinken. Obwohl, ich möchte nicht unbedingt jetzt trinken. Sind noch bei ganz guter Verfassung. Wie sieht es denn eigentlich aus? Haben wir was zu essen? Nee. Also, oh. Wo ist denn der Wizard hin? Ich sehe den Penner nicht mehr. Was haben wir denn hier? Rot. Rotes Essen? Nein, das ist nicht gut. Das sind, glaube ich, giftige Sachen. Die können wir auch sammeln später. Wir bräuchten aber zwei Hasenfelle, um uns so einen Bären, ich glaube, zwei Hasenfelle waren es, um so Bärenbehälter zu machen. Dann gucken wir mal, was hier so los ist. Was ist denn das hier? Weiße Flak. Nee, aber nee, ist auch nicht gut. Scheiße. Leck mich doch am Eimer. Ja, extreme Vergiftung. Hier ist auch noch, ne? Hier ist auch noch ein Rope. Ach, cool. Da kann man hochklettern. Wer lacht denn da? Das ist gar nicht lustig. Finde ich jetzt gar nicht lustig. Okay, da war noch mal Metz. Ist schön, wenn wir noch mal Metz nicht mitnehmen können. Dann würde ich nämlich sagen, Alter, was denn hier passiert? Würde ich nämlich sagen, da würden wir uns gerade eins reinwerfen. Ja, hier war ich, glaube ich, noch nie. Ist gut, das muss ich mal merken, dass das hier ist. Vielleicht gibt's. Ich so blöd oder was? Jetzt. Abfall. Bin doch doof, oder? Warum habe ich ihn nicht getroffen? So nicht. Kann man hiermit auch aufmachen? Ja. Oh, ein Outfit. Cool. Oh, was haben wir denn hier? Das ist auch ein Kochtopf. Ich wollte gerade sagen, den können wir nämlich nicht mitnehmen. Kann ich nur einen davon braten. Was ist denn hier passiert? Da haben wir auch noch ein Lob, aber doch, eins können wir noch mitnehmen, stimmt. Aber das können wir jetzt, glaube ich, nicht mehr mitnehmen. Doch, auch noch. Hey, du kannst nicht mehr tragen, leider. Gut. Hätte mich jetzt auch gewundert. Dann holen wir hier die Lappen noch mit. Lappen sind immer gut. Was gibt's denn hier noch Schönes? Jetzt finden wir keine Metz mehr. Ne? Doch, da war noch Metz, aber haben wir anscheinend schon zu viele verbraucht. So, also in solchen Lagern findet er eigentlich schon auch immer wieder mal Seile. Sag mal, das geht normal gut, aber da oben hat er trotzdem seine Feder verloren. Normalerweise habe ich die Vögel immer gut bekommen mit dem Speer. Was ist denn jetzt los? Aber viel mehr ist hier auch nicht, ne? Da haben wir noch mal ein bisschen was. Das haben wir auch mit. Nee, okay. Okay. Wie gesagt, wir könnten eigentlich noch da hochgehen, aber da ist ja auch nichts. Sind auch keine vermissten Passagiere, das hier. Oh. Okay, dann machen wir hier nochmal den Abflug. Möchte nicht zu viel Zeit verlieren.
Eieieiei, es ist schon eine bedrückende Stimmung hier im Wald. Müsste noch irgendwo an der Absturzstelle eigentlich auch ein anderes Basecamp sein. Beziehungsweise ja, so eine große Base. Was haben wir denn hier? Okay, kannst du nicht mehr tragen, kleine Steine. Ist gut, wissen wir. So viel fehlt uns ja nicht mehr. Einen Knochen haben wir, das heißt, wir können auch Knochenpfeile herstellen. Da brauchen wir 5 Knochen und 5 Federn. Die hätten wir jetzt haben können, wenn ich diesen scheiß Vogel getroffen hätte, einen von beiden. War aber nicht. Was haben wir denn da? Oh. Oh oh. Was war denn das für ein Geräusch? Ist nichts drin. Jetzt auch bestimmt wieder eine Höhle. Ja, natürlich. Ist auch nichts drin. Ja, überhaupt nirgends was drin. Okay. So, die Höhle möchte ich jetzt nicht. Wie viele Höhlen wir schon gefunden haben. Höhleneingänge. Oh, da haben wir einen Passagier entdeckt, der hat eine Uhr in den Mund gestopft oder so. Oder was ist denn das? Ein Handy. Eieiei. Arme Sau. Okay, das war einer der vermissten Passagiere. Den haben wir dann schon mal. Oh. Was haben die mit dir gemacht, ey? Und das war, glaube ich, der früher das Katana in sich stecken hatte. Das heißt, in dieser Höhle könnte es Katana geben. Sollen wir einfach mal... Weil ich meine, hier gab es das Katana. Wenn der schon da so sitzt... Oh Mann, Entschuldigung, dass die Hunde jetzt wieder... Ich krieg die Vögel nicht. So, jetzt soll es wieder gehen mit der Lautstärke. Hoffe ich mal, dass sie jetzt Ruhe geben. Alter, was haben wir mit dem gemacht? Haben sie dem Dauerschreiber in die Schnauze gesteckt? Das heißt, wir machen hier mal kurz... Ja, komm, geh mal hier weg. Unterkünfte. Wir bauen ja gerade das hier. Das sollten wir eigentlich recht flott bauen können. Okay. Ja, wir brauchen nur noch ein paar... hiervon. Ein paar Stöcke. Dann können wir nämlich hier speichern, davor. Und könnten dann einfach mal in die Höhle gehen. Wenn es nicht klappt, klappt es eben nicht. Und wenn doch, dann ist es gut, ne? Dann hat es geklappt. So, ich will aber trotzdem noch zwei, drei Stöcke mehr mitnehmen, damit wir da unten noch was haben, eventuell. So, gut. Das müsste reichen. Okay, dann speichern wir mal hier. Achso, speichern können wir ja hier sowieso. Nur übernachten, dann geht's, glaube ich, kaputt, ne? So, das Spiel retten. Das ist schon die richtige Begrifflichkeit hier. Wir retten unser Spiel. Save. Scheiße. Komm, 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 komm. Komm her. Alter, das Vieh ist sauschnell, ne? Okay, drauf geschissen. Mal snacken noch kurz davor. So, wir bauen noch einen Molotov-Cocktail. Wir könnten auch eine Bombe bauen. Soll ich mal bauen einfach? Hülse. Was braucht man noch für die Bombe alles? Sprengstoff. Ach ne, für den Sprengstoff brauchen wir das. Ja, noch eine Alkoholflasche. Und noch einen Lappen, ne? Nee, Lappen brauchen wir nicht. Also Isolierband. Und dann haben wir hier eine Bombe. Jetzt können wir noch einen Kopf, wenn wir einen Kopf haben, können wir eine Bombe noch mit dem Kopf machen. Aber nicht mit dem Schädel, sondern mit dem richtigen Kopf. Wo haben wir denn die Bombe jetzt? Wo sind die? Hier unten haben wir die Outfits. Was ist denn hier noch? Also auch ein Outfit. Wo ist denn die Bombe?
Ich sehe die Bombe nicht. Gewesen. Ich würde schon gerne wissen, wo die ist, weil... Ah, da ist Sprengstoff. Gut, okay. Ach ja, das ist hier die Flasche. So, 4 Molotov-Cocktails, das reicht mir noch nicht. So. Wenn wir da reingehen sollten. Okay, das ist unten. Und was haben wir links? Ich weiß nicht mehr genau, was haben wir denn links? Noch nichts, ne? Oder haben wir die Molotov-Cocktails auf links? Naja, jetzt aber. Dann machen wir die nämlich auf links. So, ich würde gerne halt noch einmal das hier verbinden vorher, dass man uns da unten, ja, auch noch ein bisschen Licht machen kann. Ach so, dann haben wir hier noch einen Stock. Wie kann man noch mal verbesserten Stock machen? Zwille können wir auch übrigens machen. Machen wir die doch auch mal gerade noch. Zwille, ja, haben wir die. Wie ging noch mal einen verbesserten Stock? So nicht. Wo steht denn das? Reparaturwerkzeug, Schadenwaffe, Schaden, Knochenpfeiler. Ach so, einfach so, glaube ich. Das ist doch gerade besser, der Stock, ne? Ja, das war der Stock. Okay. Dann haben wir den auch mal. Und dann gehen wir mal da runter. So, jetzt hat sich natürlich auch irgendwas getan auf der To-Do-Liste. Und ich bin mal gespannt, was uns hier erwarten wird. Oh, ist das hier verdammt dunkel, ey. Geh weg da. Da haben wir was gefunden. Oh! Tolles Bild, ne? So. Ich glaube, wir werden... hier einreisen. Und dann machen wir uns mal das Ding hier an. Ich will auch was sehen. Oh Gott. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr, hier weiter reinzugehen. Da hängt schon mal jemand. Haben wir jede Menge Soda. Da trinken wir doch mal gerade eins. Was wir eh nicht mehr mitnehmen können. Den schütteln wir mal ein bisschen die Kohle aus dem Sack. Ja, natürlich ist jetzt natürlich das Licht an der Axt wieder aus. Unsere erste Höhlentour, Leute. Außer die, die wir sowieso hatten. Scheiße, ey, das brennt alles nicht wirklich lange. Ne? Aber ohne das sieht man kaum was. Wir könnten es natürlich heller stellen wie das Spiel, aber das ist wieder das, was ich gesagt habe. Dann geht auch der Flair des Games verloren. Aber wir können aber, glaube ich, auch irgendwie das Licht ausmachen, bevor wir jetzt irgendwo draufhauen. Ich glaube, das geht auch. Oh Gott, was haben wir denn hier? Das Wasser schon mal gar nicht. Möchte ich schon mal eigentlich gar nicht durchs Wasser. Okay, mal weiter hier. Da kann jetzt unter Umständen können jetzt nochmal die heftigen Mutanten kommen. Die heftigen Kannibalen kommen oder aber auch sogar Mutanten. Also da müssen wir auch damit rechnen, dass das hier unten passieren kann. Ich weiß auch gar nicht, ob das Höhlensystem im Allgemeinen irgendwie ein bisschen zusammenhängend ist. Stock gesammelt, wunderbar. Ach, das Ding ist ja schon wieder abgefackelt. Ich höre doch schon irgendwas. Oh man, das gefällt mir schon mal gar nicht. Wie viele Knochen haben wir denn? Ups. Reicht nur für einen, ja. Haben wir nämlich Knochenrüstung gebaut. Oh, da ist ein Mutant. Oh, das sind die Stärkeren. Keep on moving. Wir gehen hier weg. Gehen noch die andere Richtung. Und mit denen hier möchte ich mich jetzt nicht anlegen. Oh Gott. Guck mal da oben. Könnten uns mal noch ein
eine Gesundheitsmischung reinpfeifen. Wir hatten kein Aloe Vera mehr, nein. Mach das Licht an, Leute, Alter. Oh, es wird ja irgendwie immer dunkler. Rüsten wir den mal aus. Ich glaube, der brennt länger. Bin mir nicht sicher, aber. Ach nee, wir gehen gleich ins Wasser. War jetzt auch nochmal sehr gut. Oh, ich sehe gar nichts, ey. Also die Höhlen hier sind ja richtig beklemmt. So, da hat unser Kumpel gehangen. Gehen wir mal hier lang. Vielleicht finden wir da noch was, bevor wir uns mit einer ganzen Armee Gegner anlegen müssen. Fledermäuse! Kann man die töten? Ja, komm an. Bringt das was? Nee. Ich habe Vampire getötet. Ich bin der Geisterjäger John Sinclair. Und ich kacke gleich in die Hose. Weil alle Dämonen, die ich gejagt habe, waren nicht so furchteinflößend wie das hier. Gott, was ist denn hier passiert? Die Kirche leer geräumt oder was? Okay, hier ist nichts drin. Ah, zu erwarten. Hier sind wir hergekommen, oder? Wo sind wir hier hergekommen? Oh Mann, nee. Fragen und Fragen, hier geht's aber nicht weiter. Hier geht's noch weiter. Nee, geht's nur hier. Falkenflucht oder so. Komm ich hier überhaupt hin? Muss stucken. Ja. Der Stock ist auch schon leer. Aufgebraucht. Ich bräuchte eine Taschenlampe. Das wäre so mega. Oh, was ist denn da hinten los? Hinten flimmert's. Oh Mann, Leute. Oh, Medikamente, ja, super. Jetzt, ne, wo wir die Energie gerade aufgefüllt hatten. Ja, schon wieder Medikamente. Na gut, die werden wir vielleicht gleich brauchen, wenn wir dazu kommen, sie noch zu holen. Alter, was ist denn hier los? Ich habe die ganzen Stalaktiten hier durchgehauen. Ja, komm. Der taucht immer ab. Oh, Haarspray. Das ist geil. Da hinten jetzt rein. Ich habe keinen Bock, diese Koffer hier irgendwie. Ich krieg's nicht, ey. So, doch, den geringen wir noch. Oh, nochmal Haarspray. Scheiße, können wir nicht mitnehmen. Haarspray ist echt cool. Oh Gott, was ist denn das? Schon wieder Zähne, das ist gar nicht gut. Ich weiß gar nicht, ob wir hier noch mal jemals rausfinden. Schenk mir eine Taschenlampe, Baby. Ach, Herr Jemine. Das sind Mutanten. Richtung sein. Ach du Kacke, Alter. Leute, habt ihr auch so viel Kacke in der Hose? Was? Mutantensau. Wir müssen gehen. Okay.
oben. Inferno! Oh, da geht's tiefer runter. Wollen wir das? War nicht so sicher. Weg! Das Essen, das Essen, das Essen, das Essen. Und hier, Medikament. Nein! Das Spray ist leer. Und ich brenne. Und so scheiße. Das verhindert meine Heilwirkung. Und ich glaube, die anderen beiden sind tot oder so. Boah, Mann. Wo ist denn der Penner? Da oben. Der hat aber echt auf uns abgesehen. Scheiße. Wisst ihr was? Ich brauche das hier. Nee, nicht mit dem. Das hier. Kombinieren, ja. Ich sehe nix. Er ist tot. Hässlicher Mutanten-Sauhund. So, wir haben Mutantenhaut. Das ist eine super Rüstung. So, und jetzt können wir uns hier ein bisschen umgucken. Wo sind die anderen eigentlich hin? Sind die gestorben? Sind die verbrannt? Ah, guck mal da. Das heißt, wir machen noch mal den da. Ja. Das war gut. Und holen noch mal den da. Ja. Ja. Lassen wir Licht haben und gucken uns jetzt noch mal ein bisschen genauer um. Wo sind wir eigentlich hergekommen? Ich weiß jetzt gar nichts mehr vor lauter Kämpferei. Da ging es noch weiter runter. Oh, super. Hat ja lange gehalten. Boah. Da ist der andere, der ist auch tot. Hat mal gut gemacht. Hat gut geklappt. War zwar extrem bedrückend und gefährlich, aber im Endeffekt ist es ja gut gegangen. Wir konnten uns hier nicht ausruhen. Ja, ich glaube, das ist keine so Location, wo er sich ausruhen möchte. Was passiert? Ja, hier bin ich hergekommen, oder? Ja, genau, da haben wir unseren Weg durchgehabt. Alter Schwede. Hier sieht man aber auch wirklich gar nichts. Das ist extrem beschissen. Die Sichtverhältnisse. Da haben wir so einen geilen Hut. Von wem auch immer. Das Ding hält nicht wirklich lange. Ne? Ja, da geht es anscheinend irgendwo nochmal hoch. Das ist doch scheiße. Und das leere Haarspray, das könnte man. Kann man das wieder auffüllen? Oder warum bleibt das im Inventar? Ja, hier scheint es irgendwie hoch zu gehen. Aber was bringt uns das? Ich möchte eigentlich auch nicht unbedingt noch weiter runter. Und das bringt uns in Gefahr. Oh.
Wir haben noch nichts abbekommen. Ja, doch, ist glaube ich tot. Nee, gar nicht. Oh Mann. Alter, ich habe doch Sprengstoff. Aber den will ich jetzt hier nicht verwenden. Wo sind sie? Oh, lauf voll am vorbei. Oh, unsere Mutantenausdauer ist kaputt. Der ist aber auch kaputt. So, Ausdauer regenerieren. Und nochmal was Brennendes hier drauf bauen. Alter Schwede, ey. Wir sind beide tot. So, jetzt weiß ich schon wieder nicht, wo wir hergekommen sind. Vor Lauda. Doch hier oben, ne? Und das waren, glaube ich, kann das sein, dass das die beiden waren, die wir von der anderen Seite gesehen haben? Hier wäre nochmal ein Weg hoch. Das kann sehr gut sein, oder? Da ist noch irgendwas. Haben wir denn hier? Benzinkanister, lauter Seiler, die wir nicht mal gebrauchen können. Und zwei Personen entdeckt. Okay, ich schätze mal, dass das der Weg hoch ist. Aber dann haben wir hier immer noch nichts Spektakuläres gefunden. Ich denke, da müssen wir wirklich noch den Weg runtergehen, damit sich das hier richtig gelohnt hat. Und noch mal was essen und noch was trinken. Noch mal drei Molotow-Cocktails machen. Das ist irgendwie unsere Lebensversicherung hier. Gut. Achso, und hier noch mal ein Band rumbinden. Und hier noch mal ein Band rumbinden. So, und dann möchte ich aber die Folge an dieser Stelle auch beenden. Dann gucken wir uns das nächste Mal an, was wir noch so machen können und was wir hier noch erleben werden. Ich bin völlig außer Puste, liebe Freunde. Ja, ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch genauso Spaß gemacht. Und ja, wie gesagt, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ich bin völlig desorientiert. Ja, ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß und es war für euch auch so spannend wie für mich. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Euer SkobiVF. Bis dahin. Bye, bye, bye. I can do this all day. I can do this all night.